Around Gaming. YouTube, hier wieder Surround Gaming am Sonntag. Ja, wir haben uns heute entschlossen, dann doch mal wieder ein Grafikkartenvideo zu machen, aber nicht einen Test. Wir haben jetzt hier zwar noch zu liegen, das was im Moment, sage ich mal, heiß begehrt ist, natürlich Grafikkarten, die, sage ich mal, zu sündhaft teuren Preisen im Moment auf den Markt gepumpt werden. Wir wollen heute einen kleinen Podcast dazu machen, letztendlich ein bisschen meine Meinung kundtun, was man machen sollte. Soll man jetzt zuschlagen, soll man kaufen, wird es noch teurer? Ein bisschen sozusagen aus unserer Retrospektive, was auf dem Markt los ist, wie wir es einschätzen und ja, wo es hingehen wird. Ich meine, wo es hingehen wird, wissen wir alle nicht so wirklich. Die Faktoren sind vielschichtig. Ich weiß, dass viele, sage ich mal, Leute im YouTube-Bereich da draußen ziemlich viele Meinungen vertreten. Viele sagen, okay, es wird dies Jahr so bleiben. Da kann man ja jetzt im Laufe des Dialogs einfach auf ein paar Punkte eingehen, die aus meiner Sicht jetzt persönliche Meinung, sage ich mal, wichtig sind, die man ins Auge fassen soll. Und ob man den Hype jetzt mit anfeuern sollte oder nicht, sei dahingestellt. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Grafikkarte jetzt das Beste ist. Das haben wir schon in anderen Videos getan. Wenn ihr einfach wirklich Gamer durch und durch seid, euer Hobby sozusagen natürlich weiter betreiben wollt und aktuell jetzt keine Grafikkarte habt, wo ihr sagen könnt, okay, damit zocke ich noch vernünftig auf dem System, wo ich gerade bin, dann ist es natürlich heutzutage super schwer und super teuer. Gaming wird aus meiner Sicht betrachtungsweise demnächst sehr viel teurer werden. Wir überlegen uns jetzt aktuell auf eine Marktsituation zu, wo die Preise deutlich über den UVP sind. Teilweise ist es künstlich hochgetrieben. Teilweise ist es der Marktlage verschuldet unter den Bedingungen von Corona und der Fluchtwelle, sage ich mal, von Kapital in Thematiken wie Kryptowährung. Das hat alles so ein bisschen Zusammenhang, sage ich mal, auf den Einfluss auf unser Hobby. Wir beschäftigen uns hier wirklich in dem Kanal eigentlich mehr mit Gaming und der Hardware. Wir sind ja keine Berater oder so. Wir beschäftigen uns zwar privat auch mit diversen Themen, Kryptomining, viel auch Business, Enterprise Business, aber ich bin immer schon jemand gewesen, der dem Gaming sehr affin war, habe das Ganze auch jahrelang sehr professionell in verschiedenen Unternehmen mit begleiten dürfen, sowohl auf, sage ich mal, Entwicklungsebene als auch auf Hardware-Ebene für Großkonzerne. Deswegen, ich glaube, ich kann mir da schon eine Meinung erlauben und auch ein bisschen Ausblick geben auf dem, was jetzt sozusagen ansteht. Aber schauen wir mal hin. Als Ausgangslage habe ich einfach mal genommen die Grafikkarte, die letztes Jahr heiß begehrt war, aufgrund der Kondensatorproblematik oder letztendlich der technischen Parameter, war die Grafikkarte die Asus TUF, nicht mal die Strix. Die war super begehrt auf dem Market. Hintergrund war im Endeffekt diese Teile, dass man sozusagen hier eine super Spannungsversorgung hatte und da hatten viele Angst, dass man ja, Fehler produziert, wenn die Spannungsversorgung nicht ordentlich ist bei den Grafikkarten. Und die TUF war einer der wenigen, die von Anfang an da nicht auf Sparflamme gesetzt haben, die Kollegen von Asus, sondern wirklich eine solide Grafikkarte konzipiert haben, weil diese Bestückung, die wählen die Hersteller selber nach den Vorgaben von Nvidia. Nvidia erzählt natürlich immer ein bisschen was zu den Boardpartnern und sagt, okay, Referenz da rein würde so und so aussehen und die Bestückung wäre erforderlich, um die und die Parameter zu schaffen aus deren Sicht. Und dann fangen natürlich an, die Boardpartner oder die Herstellerpartner von den Grafikkarten ihre eigenen Designs zu bauen. Dementsprechend hat Asus da von Anfang an alles richtig gemacht bei der TUF-Serie und dementsprechend war die Karte heiß begehrt. Jetzt guckt man sich mal bei Geizhals, ist jetzt auch kein Geheimnis, einfach mal die Preiskurve an. Wir sind aktuell jetzt hier ungefähr. Aktuell hat die Grafikkarte einen ja, Marktwert von über 2000 Euro. Teilweise jetzt für 2354 Euro gehandelt auf eBay oder auch von Händlern. Muss man auch klipp und klar sagen. Das sind jetzt nicht nur sozusagen eBay-Scalper oder letztendlich Leute, die damit Profit machen wollen mit der Marktlage, sondern auch die Händler haben da kräftig zugeschlagen. Ansonsten diese Grafikkarte von den Eckparametern war ein sehr guter Ansatz von Nvidia. Wir hatten die auch da. Wir haben auch die MSI Ventus da gehabt, eine Palit da gehabt, auch getestet, gebencht.
In der Preisliga, sage ich mal, um die 1000 Euro, nenne ich jetzt mal, weil für den Einstieg waren die so für, ja, die waren ja eigentlich mal, wie man es hier sieht, so für 800 € angedacht, vielleicht 900 € die Karte jetzt hier, die ging schon schnell über 1000 € los. Man sieht jetzt hier schon, da um Weihnachten rum, kurz vor Weihnachten, gab es richtig harte Peaks, wo die sozusagen deutlich über 1000 € schon war. Aber dann ist es eingebrochen. Letztendlich kamen dann die AMD-Varianten raus, die dann doch ein bisschen Paroli geboten haben. Die 6900 XT, 6800 XT, 6800 ohne XT. Um jetzt einfach das einzuordnen, AMD-Grafikkarten, wo liegen die ungefähr gegen diese Grafikkarte? Das war auch da ein bisschen den Ausgangspunkt, sage ich mal, festmeißeln. Ich denke mal, eine 6800 XT ist im Endeffekt der 3080 etwas unterlegen aus meiner Sicht. Raytracing brauchen wir nicht drüber sprechen. Da sind die AMD-Grafikkarten leider deutlich schlechter. Also wenn ihr da, sage ich mal, Control, MechWarrior 5 und wie diese Titel alle heißen, die speziell auf Raytracing ausgelegt sind, dann sind die Nvidia-Grafikkarten immer die bessere Wahl für euch. Das ist Stand heute so. Das wird eine ganze Weile so sein. AMD holt das ganze Thema natürlich schon auf. Aber nichtsdestotrotz, Nvidia hat mit Raytracing und DLSS 2.0, die KI-Optimierung der Grafik sozusagen, dass das hochberechnet wird von einem gewissen Resolution, also einer gewissen Auflösung, kalkuliert die Grafikkarte per Algorithmen im Endeffekt das perfekte Bild selber hoch. Das geschieht natürlich deutlich schneller, als wenn sie es wirklich nativ machen muss. Und dementsprechend haben die Nvidia-Grafikkarten, was 4K angeht oder 8K, wenn es darum geht, sage ich mal, Spiele zu betreiben, deutliche Vorteile. Deswegen die 6900 XT ist ein bisschen stärker als die 6, als die 3080, aber nicht bei allen Szenarien. Die 6900 XT ist das Flaggschiff von AMD. Kostenpunkt, die sollte um die 1000 € liegen. Ja, aktuell liegt sie bei 1800 €, 6900 XT, auch die TUF zum Beispiel. Oder die Red Devil. Die Red Devil ist auch sehr beliebt, die 6900 XT. Also ich sag mal, die TUF von Asus 6900 XT und die Red Devil sind wirklich sehr gute Karten. Die TUF haben wir selber hier privat im Einsatz in einem System. Macht einen guten Eindruck, aber Asus hat manchmal ein bisschen mit dem Spulenfiepen wieder zu kämpfen. Also da machen wir uns auch noch gerade ein Bild, weil wir haben zwei davon da. Eine, wie gesagt, privat, eine so. Und da gucken wir uns gerade mal an, warum die eine dann doch ein bisschen anscheinend unter Last mehr Entwicklung hat. Aber ich hatte jetzt noch nicht so die Zeit gehabt, da einen Kreuzvergleich zu machen. Ob das jetzt eine blöde Charge ist, die wir da erwischt haben von der Grafikkarte oder ob das die Regel ist. Aber das, wie gesagt, damit glaube ich, kann man leben heutzutage schon fast. Ist immer sehr störend. Schon natürlich, wenn bei hohen Frames das System anfängt, so ein hohen Fiepton zu erzeugen. Ja, viele, die von euch das nicht, sage ich mal, kennen, das war eine Zeit lang eigentlich schon fast weg von den Grafikkarten gemacht, weil man die Kondensatoren recht hochwertig eingebaut hat. Jetzt haben natürlich wieder die ganzen Grafikkartenhersteller auf die Kostenbremse gedrückt. Dementsprechend haben sie gerade auch bei sehr, sehr teuren Grafikkarten, also die 2080er Ti hatten da reihenweise Probleme, einige Serien von einigen Herstellern. Die hatten wirklich massive Spulenfiepen. Ich hatte jetzt eine Gigabyte Aorus, die wirklich sehr teuer war von den 2018 Ti. Die waren wirklich aber auch super brachial von der Performance schon damals. Aber sie hatten Spulenfiepen teilweise. Und das ist natürlich bei dem Preis schon sehr ärgerlich, wenn man da so eine Tröte sozusagen im Computer hat. Weil das will man ja alles doch auf Silent trimmen. Und ich habe in meinem System, jetzt meinem privaten System, aktuell eine 3090, wo ihr auch hier die Verpackung seht. Die Founders Edition, die habe ich mir sagen lassen, haben einige auch Probleme mit sowas gehabt. Ich habe jetzt das Glück, die meine hat gar nichts. Also wirklich, die ist absolut silent, absolut ruhig, läuft super, performt auch toll. Und ja, 3090, 3080. Jetzt haben wir den Ausgangspunkt ein bisschen festgelegt. Eigentlich der Sweet Spot für euch Gamer da draußen, wenn ihr, sage ich mal, 4K spielen wollt, in halbwegs hohen Frames, also 60 Frames schon Must-Have. Bei einigen Spielen kommt ihr mit einer 3080 da auch nicht ran, muss man klipp und klar sagen, in den höchsten Einstellungen.
Dann ist aber die 3080 eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier vollkommen okay. Also ihr seid eigentlich, wenn der Markt mal ein bisschen clean wäre, seid ihr um die 1000 Euro, was ja schon eine Hausnummer ist. Also man muss immer rechnen, man kriegt dafür normalerweise zwei Konsolen, ja. Und die Konsolen sind nicht viel schlechter wie das, was wir hier haben, eine 3080, ja. Von der Gaming-Performance. Das heißt, der Markt ist schon tendenziell gewesen super teuer. Also ich kenne auch die Zeiten im Endeffekt, wo die Spitzenmodelle maximal der Grafikkarten jetzt, die Spitzenmodelle der Grafikkarten maximal 500 Euro verschlungen haben. Ja. Das war dann schon super teuer, weil man hatte im Endeffekt den Preis einer Konsole gegen nur die Grafikkarte, weil die restliche Peripherie muss ja auch stimmen. Also das war schon damals eigentlich mit Argmund zu sehen. Jetzt sind wir bei 1000 Euro für, sage ich mal, eine Grafikkarte, die nicht das High-End-Modul ist. Wenn man jetzt die 3090 als Ausgangslage nimmt, also die ihr auch hier oben seht, bei mir auf dem Schreibtisch, sage ich mal, liegend, dann reden wir hier schon von 2500 oder 3000 Euro. Ja, das ist im Moment. Also die sollte ja, die Referenzkarte, die jetzt hier auf dem Schreibtisch auch liegt, sage ich mal, sollte ja bei 1599 liegen ungefähr. So habe ich sie auch, glaube ich, bekommen sogar. Das ist meine private, die jetzt auf dem Schreibtisch hier liegt. Ich habe sie noch zum ursprünglichen Preis erhalten, aber auch nicht von Anfang an. Also ich musste mir auch ein bisschen da Mühe geben und strecken und habe dann das Glück gehabt, dass da mal eine Charge verfügbar war und konnte dann zuschlagen und habe die auch bekommen. Aber das ist schon sehr ärgerlich im Moment, weil wenn ihr jetzt, sage ich mal, Hardcore-Gamer seid und ich sag mal, ihr habt ein bisschen finanzielle, in Anführungszeichen, Polster oder wollt euer Hobby maximal frönen, dann ist eine 3090 mit 24 GB, die seien dahingestellt, ob man sie braucht oder nicht. Aber die 3090 ist im Moment die Speerspitze wirklich im Gaming. Die funktioniert aus meiner Sicht tadellos. Die meisten Games schluckt sie einfach mal so weg. Also ein Cyberpunk, gar kein Thema. Ein Control, da kommt sie schon an die Schmerzgrenze heran, muss man klipp und klar sagen, beim 4K. Aber sie schafft das Spiel und sieht auch dementsprechend brachial aus. Wir haben ja hier mal eine Stunde aufgenommen. Könnt ihr euch ja mal angucken. Wobei 60 Frames seid ihr immer abgekapselt. Also ihr könnt nicht höher gucken im YouTube mit 4K. Aber man sieht schon, glaube ich, da, dass das sehr flüssig läuft auf dem Referenzsystem, was ich hier habe. Zu meinem System ganz kurz gesagt, das ist natürlich im Moment, muss man sagen, die Speerspitze, so was man kaufen kann. Gut, es ist ein 5950X, den braucht man nicht unbedingt, außer ihr macht Videoschnitt oder anderen Content-Kram. Wegen den mehr Kern, also der 5900X wäre von der Performance gleich, wenn nicht sogar in einigen Szenarien sogar besser. Ich habe jetzt hier 128 GB Speicher, weiß ich auch, braucht man nicht wirklich, außer ihr habt gewisse Szenarien. Ich mache ja nicht nur Gaming mit der Krücke, sondern auch ein bisschen was anderes. Ich habe hier als Grundlage das Godlike von MSI X570. Alles auf PCI Express 4.0, also alle M2.2 mit 89 Samsung M2 ausgerüstet, also die sehr schnelle. Da ist auch noch eine Corsair drinne, auch eine PCI Express 4.0 M2 und auch die ominöse von, jetzt komme ich auf den Hersteller nicht Sapphire, sondern der andere, Saber. Saber, auch die 4.0er PCI Express M2.2, die sind von der Performance, also die Samsung ist deutlich schneller, die 89 muss man sagen, die hat nochmal eine ganze Ecke mehr vom Zugriff, aber es sind jetzt nicht so Sachen, wo ich sage, da holt ihr jetzt so viele Frames mehr raus, das ist Blödsinn. Es geht eher um Datentransfer. Wenn ihr euch auf PCI Express 4.0, sage ich mal, einschießt und mein System besteht nur aus SSD-Platten und diesen M.2s, weil ich doch recht große Datenmengen immer hin und her transferieren möchte und dann auch noch eine kleine Storage dran habe mit 10G, was das Godlike mit 10 Gigabit nach außen sogar ganz gut schafft, ist das für mich, sage ich mal, mein optimales System im Moment. Es gibt auch noch Backup-Systeme hier, die ähnlicher Natur sind, ein bisschen schwächer oder auch ein bisschen älter, aber dennoch recht high-endig. Aber ich sag mal so, die Grafikkarte bildet immer bei eurem System das Kernstück. Und da solltet ihr natürlich, wenn es geht, das Äußerste holen, was sinnhaft erscheint. Also ich sag mal so, 3080 ist eigentlich der optimale Spot. Ja. 3090, nice to have. Eine 6900 XT. Ich hatte schon gesagt, wir haben sie privat hier auch. Die Asus TUF ist auch gut, aber
Ich muss ganz klipp und klar sagen, ich habe auch eine ganze Weile einfach mal an einem anderen System gezockt, was ähnliche Parameter hat, sage ich mal, ähnliche Grundlagen. Gut, das ist jetzt noch PCI Express 3.0, aber ich wollte es mit Absicht machen, dass man dieses Resizable Bar, also was so ein, was ja das AMD-Feature ist, dass die Storage und der Grafikspeicher sich direkt kommunizieren können, ist nice to have, gibt nochmal 10% mehr Frames. Also da hätte ich noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich wollte das mal außen vor lassen. Weil das habe ich bei Nvidia auch noch nicht, dass ich es vergleichen kann. Und wenn ich die reine Grafikperformance vergleiche, also ich spiele jetzt zum Beispiel Apex Legends, ja, das ist ein Titel, der, wo beide Grafikkarten nicht gerade wirklich warm wären. Ja, also das kann man in absolut hohen Frames abfackeln. Da machen so 165 Hz Bildschirme oder wenn ihr sogar einen 240er habt, sogar Sinn. Und dennoch muss ich sagen, es gefällt mir die Nvidia. Auflösung, Bilddarstellung und wie das Ganze abläuft, komischerweise deutlich besser als die 6900 XT. Ich muss es mal noch ein bisschen beobachten. Ich kann auch teilweise nicht ganz nachvollziehen, woran es liegt. Früher war es bei mir zumindest sogar andersrum. Also die AMD-Grafikkarten hatten aus meiner Sicht ein stabileres Bild, obwohl sie von der Performance deutlich schwächer waren. Jetzt hat sich das bei mir ein bisschen umgedreht. Kann aber auch ein subjektiver Eindruck nur sein. Ich möchte ihn einfach nur mal hier kurz kundtun. Ob das jetzt wirklich so ist, werden wir sehen, finde ich noch raus. Und werde es sicherlich, wir haben demnächst mal wieder eine Monitorvorstellung, hatten wir auch schon angekündigt. Da werden wir das Thema AMD FreeSync mit einer 6900 XT beleuchten, wie es aussieht, wie man gamen kann. Aber die 6900 XT auch nicht verkennen, sie ist im Moment noch für gute Preise zu haben. Also ihr kriegt da schon, wenn ihr, sage ich mal, jetzt im High-End-Bereich, sage ich mal, euch ansiedeln wollt, kriegt ihr da eine grundsolide Karte, die gute Performance liefert. Und die 6900 XT, ich hatte mal geguckt bei eBay, die ist manchmal noch für um die 1.3 zu haben sogar. Also jetzt eher die Sapphire beziehungsweise die einfache davon. Und da gibt es dann noch, also die TAF kriegt er schon nicht mehr zu dem Preis, die liegt dann doch bei deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz 6900 XT, wenn ihr nicht warten wollt und sagt, ah, ich brauche eine Karte, ich will aber 4K zocken in hohen Frames, dann ist die gut. Weil eine 3090, die jetzt, sage ich mal, nochmal ein Tausender mehr kostet, da würde ich euch sagen, no way, gebt das Geld nicht aus. Weil das Thema wird sicherlich, jetzt gucken wir ein bisschen in die Glaskugel, der Bitcoin-Markt wird, denke ich mal, Kryptowährung eingegrenzt werden. Meine Betrachtungsweise. Also muss nicht passieren, ist meine Meinung dazu. Aber die Tendenzen sind natürlich da, weil viele jetzt ihr Kapital in Kryptothemen, sage ich mal, anwenden. Und jetzt gibt es ja schon die Ideen, eine 1.000-Euro-Sperre zu machen, dass man sagt, okay, ab 1.000 € muss man sozusagen melden, wenn man die Kryptosachen da anberaumt. Wie man es kontrollieren will, will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich bin auch nicht der Krypto-Experte. Habe mich da zwar selber mit doch mal intensiv beschäftigt, schon vor dem ganzen Boom, also wo ein Bitcoin noch 3.000 € gekostet hat. Aber ich sag mal so, rein von der Logik her, die Banken, Finanzwesen, Politik wird es nicht zulassen, dass die Kryptowährung einfach so existiert. Also sie werden es probieren einzuschränken, man kann schwer einschränken, aber ich sag mal so, der Markt ist natürlich einfach da. Und die Politik und die Wirtschaft diktiert den Markt hier in EMEA, also europäischen Raum. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich schon Mechanismen einfallen lassen, wo man denn, sage ich mal, wenigstens auf dem legalen Weg mit Kryptowährung noch handeln kann. Wenn man es alternativ macht, was sicherlich immer noch gehen wird, gerade bei dem Thema, läuft man aber immer Gefahr, dass man in eine Grauzone reingeht oder in den halblegalen Raum geht und da hat man dann schon, denke ich mal, Angst, dass man Strafe zahlen muss, etc. etc. Aber wie gesagt, wir sind keine Berater oder so, bitte nicht falsch verstehen, nur meine Meinung und letztendlich nicht mehr. Aber es tangiert unser Hobby, es tangiert den Grafikkartenmarkt massiv, weil alle meiner, wie gesagt, scharf sind auf 3080, 3090. Die haben den besten Hashwertkalkulation, die sind effizient von Strom kontra was sie rauskriegen. Die AMD-Grafikkarten sind auch nicht verkehrt, aber letztendlich funktionieren sie da nicht so. Das muss man sagen. Die ganzen Nvidia-Grafikkarten sind dafür einfach prädestinierter im Moment. Ja. Deswegen die ganzen Farms bestehen meistens aus diesen 3080, 3090 oder eine Klasse noch drunter. Ab einer 3060, die jetzt auch per Treiber wohl
die einfache, die mit 12 GB jetzt gerade rauskam, kastriert wurde, sei dahingestellt. Die Grafikkarte ist sowieso unspannend, also kauft die bloß nicht. Eine 3060 12 GB mit der Rohperformance von einer 2060, 2060 Super, ist lächerlich und muss man wirklich sagen, Nvidia hat da nur einfach eine Lücke stopfen wollen, dann ist der Markt nochmal drauf angezogen und es sind die da teilweise für 600, 800 €, was eine Karte normalerweise ist, die um 300 € kosten sollte. Und das ist schon das Maximale der Gefühle, weil wir reden ja nicht mal von der 4K-Karte. Also die kann nicht wirklich 4K, das schafft die nicht. Da knickt die uns vollkommen ein von den Frames. Gut, was gibt es jetzt noch zu sagen für euch? Jetzt haben wir ja viel erstmal nur Rundumschlag gemacht. Jetzt haben wir auch schon 20 Minuten, habe ich jetzt schon gelabert. Alternativen. Stand heute, jetzt anwendbar. Kann man noch was Bezahlbares kaufen? Es gibt zwei Sachen, auf die will ich kurz eingehen, weil sie noch attraktiv sind und noch zu haben sind. Wir werden auch, ich weiß nicht, ob ich es verlinke, weil normalerweise würde ich eine Empfehlung nicht für die Sachen raus springen lassen und auch nicht gerade dafür irgendwelche Links schalten wollen. Deswegen einfach mal auf der Tonspur, derjenige, der es bis zu Ende gehört hat, kann sich ja mal selber, sage ich mal, ein Bild machen. Wenn er jetzt kurz, wenn er nur zuhört, guckt mal kurz auf das Bild auch rauf. Es gibt im Endeffekt zwei Systeme aktuell, die eine 3070 Nvidia-Grafikkarte innehaben. Einmal die Kollegen von Acer haben Predator Orion letztes Jahr gelauncht. Der hat eine 3070 inne. Ist auch eine vollwertige Karte. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was da wirklich für eine Karte drin ist vom welchen Hersteller. Es ist ein OEM sicherlich runtergebrochen für Acer. Wahrscheinlich von MSI oder von Nvidia vielleicht sogar direkt, da kann ich keine Aussage zu treffen. Ich weiß auch nicht, wie gut die ist. Die 3070 hatten wir hier im Test von einem Hersteller. Guckt, könnt ihr euch das andere Video mal angucken, einfach bei uns schauen. Deswegen abonniert bitte den Kanal, wenn ihr wollt. Und einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich auch immer. Die 3070 ist von der Rohperformance echt eine gute Karte. Also wir haben sie zum Preissegment abgeschossen, wo sie 700 € verschlungen hat. Knapp 730. Die wir hatten, das war eine von KF2, die kleinste. Die ist aber auch Mini-ITX fähig. Also ich habe es ja in so ein Kuga-Chassis reingebekommen sozusagen. Und das ist wirklich ein sehr kleines Gehäuse, aber noch sehr performant. Also ich habe da von den Dingern wirklich auch noch ein paar hier zu stehen. Da sind Prozessoren drin und Vollausstattung. Und da ist schön was drumherum gebaut. Also nicht so ein ganz kleines Nuke-Ding sozusagen. Also ein bisschen größer wie Nuke. Aber das Ding ist noch ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Aber da kriegst du auch wirklich die äußerste Performance rein. Also da hatte ich auch schon mal drin eine 2080 Ti von Aorus. Und die passte da im Bodenbereich wirklich wie die Faust aufs Auge. Pardon. Und deswegen, hier haben wir Systeme, um es jetzt nochmal kurz zu erzählen. Acer Predator Orion P03-620. Da kriegt ihr ein Intel Core i7, ein 10700er, 8 Kerne, 8 Kerner, ganz okay fürs Gaming. Für die Klasse, wir reden jetzt hier 3070 Zielbereich. Von der 3070 Nvidia ist, sage ich mal, Full HD in hohen Frames. 4K geht, aber wenig Frames. Ja, müsst ihr einfach mit euch mit abfinden. Also ihr müsst die Details runterziehen, dass er dann ein flüssiges Bild bekommt, weil jeder, der mir auch sagt, oh ja, ich schaffe doch 4K damit, aber ja, dann rennen die aber nur mit 24 Frames rum, ja, in etwas besseren Einstellungen. Also ich sag mal so, wenn ihr Star Citizen spielen wollt, mit der Grafikkarte, und ich habe es auch probiert, den kriegt ihr einfach auf 4K kein schönes Bild hin, also kein flüssiges. Ja. Selbst meine 3090 bei Star Citizen aktuell, wenn man sich die aktuellste Version anguckt, da läuft das schon sehr flüssig, sieht auch super geil aus. Bei der 6900 XT auch, aber ein bisschen eingebremst, muss man sagen. Da merkt man einfach, die Optimierung ist für die 3090 besser. Und bei der 3070 war es so lala. Also bei einigen Szenarien, wenn man draußen da auf so einem großen Space-Hafen rumläuft und man guckt sich die Szenerie an, dann brechen die Frames schon mal ganz schön ein. Und das ist natürlich nicht gerade Sinn der Übung, weil ich sag mal so, Frames zählen. Je mehr Frames ihr habt, desto schöner ist das Bild. Also ich bin selber noch ein Kind der Generation, oh, 30 Frames ist ja super. Ja, hab darauf Competition gezockt, also ein Tribes, ein Counter-Strike und so weiter. Und damals vor Anno Knips, also wirklich vor 8 oder 10 Jahren, kann man sagen.
Und da waren 30 Frames schon Hardcore. Ja, jetzt reden wir 60 Frames. 60 Frames ist für mich schon, also ich merke es wirklich, es ist deutlich flüssiger, auch gerade bei Shootern. Wenn ihr, sage ich mal, im kompetitiven Bereich erzockt und wenn ihr den 144 Frames mal seht oder 120 wegen meiner, was so für mich immer noch der Sweet Spot ist, 144 Hertz zu schaffen mit System aktueller Natur in diversen Spielen, ist nicht einfach. Also Counter-Strike lächerlich, das schafft ihr locker. Aber ich sag mal so, zockt mal, sage ich mal, kompetitiv einige Spiele mit 144 Frames in 4K. Jetzt kann man sagen, auch 4K braucht doch keiner, ja. Aber man muss realistisch sehen, 4K, also ich zock gerne aktuell. Klar, meine Augen können schon langsam ein bisschen versaut sein, aber ich zock 4K auf 43 Zoll, ja. Oder auf 49 Zoll. Und dann jeweils mit 144 Hertz. Und da kann mir keiner sagen, je nach Bildformat habe ich natürlich bei dem einen 49 Zoll oder beim 43 Zoll ein bisschen Vorteile. Apex Legends zum Beispiel zocke ich super gerne auf 43 Zoll. Weil man hat einfach einen super Überblick, sage ich mal, in die Tiefe. Ich brauche da nicht dieses Breiten, den breiten Blick, den ich normalerweise gerne bei Warzone habe. Deswegen nutze ich da den 49 Zoll komischerweise lieber. Bei Apex Legends, weil alles auch so knallbunt ist, will ich schon sehen im Detail, wo sind die Gegner. Und da habe ich es relativ groß durch die Größe des Bildschirms. Aber ich muss das auch super flüssig haben, weil wenn ich dann punktuell schießen will, snipen will, dann ist das schon ein Heidenunterschied, ob ich, sage ich mal, flüssige Frames habe und wirklich sehe, wie der Gegner sich bewegt, in welche Richtung ich vorhalten kann, als wenn ich dann wenig Frames habe oder das Ding fängt an zu ruckeln, weil es die Frames dann bei diversen Szenarien einfach nicht halten kann. Ich meine, bei Apex Legends nicht so das Problem, aber je mehr Frames, desto besser ist es. Aber, das muss ich auch sagen, es stimmt natürlich auch, wenn ihr gewohnt seid, 60 Frames und ein bisschen tiefer, und schießt euch darauf ein, dass ihr den Vorhaltewinkel und so weiter gut im Auge habt, dann könnt ihr auch da natürlich abrocken. Also ich habe früher auch mit deutlich weniger Frames manchmal besser gespielt, glaube ich, wie heute. Nichtsdestotrotz sollte man einfach hier als Alternative, um jetzt mal zurückzukommen zum Acer Predator, der kostet aktuell, ich glaube, ich mache mal ein bisschen Werbung, auch wenn ich dafür nichts habe, bei notebooksbilliger.de bekommt ihr das gute Stück für 1,699 und im Moment ist der im Spotlight, da könnt ihr 100 Euro, glaube ich, sparen. Der ist lieferbar und ihr kriegt für 1.599 Euro einen gut soliden PC. Empfehlen würde ich ihn trotzdem nicht, warum sage ich gleich. Aber was ist dabei? Wie gesagt, ein i7, 16 GB, 1 TB SSD, Windows 10 Home, Betriebssystem ist auch bei, wunderbar. Das Ding hat WLAN. Bis ACAX Standard sogar. Das Ding ist ganz gut konzipiert. Ich sage gleich mal ein paar Schwächen dazu, weil ich habe ihn auch schon gesehen. Empfehlen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt. Wir gehen einfach mal kurz die Bilder hier schrittweise durch. Frontansicht, ihr habt hier oben so einen kleinen Headset, sage ich mal, Halter, der wackelt wie Sau. Den kann man eigentlich aus meiner Sicht wegschmeißen, aber sei es drum, ist dabei, der fährt dann so aus. Ist ein bisschen billig verarbeitet. Hier vorne habt ihr eine Klappe. Da habt ihr USB-C und einen USB-A-Anschluss im Endeffekt. Das ist ganz gut gelöst. Das sehen wir, glaube ich, hier irgendwo. Da. Kopfhörer-Mikrofoneingang. Das ist okay, dass das vorne ist. Finde ich gut. Das hier soll, glaube ich, Glas sein, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist Mesh. Das heißt, von der Luftzufuhr ist der einwandfrei. Also da kann man jetzt auch nicht meckern. Tastatur, Maus ist dabei. Sieht auch alles schick aus. Der hat auf der linken Seite temperiertes Glas. Das sehen wir hier nicht bei der Version, aber die Version, glaube ich, hier, das müsst ihr mal euch angucken. Das ist hier nicht Mesh bei den 3070er, weil der kostet ein bisschen mehr. Hier habt ihr temperiertes Glas, was auch getönt ist. Guckt euch den mal an, wie gesagt, von der hinteren Ansicht mal kurz. USB hat er ordentlich. Also alles, sage ich mal, aktuelle. Hier ist die 3070 in der vollen Bauform. Also es ist, glaube ich, nicht mal eine Mini-ITX-Version. Komischerweise sogar hier mit DVI. Ole, ole, das glaube ich aber nicht. Weil die 3070 im Endeffekt hat mit Sicherheit keinen DVI und das ist hier nur ein, sage ich mal, Standardbild zum Anzeigen. Also den guckt euch mal an, wenn er jetzt liebäugelt mit, ihr braucht unbedingt ein System. Die 3060 Ti-Version, die werdet ihr nicht mehr kriegen, die ist auch nicht verkehrt. Die kostet eigentlich ein bisschen weniger, wie ihr sieht, 1.339 hat es ja mal gekostet, die kriegt ihr jetzt gar nicht mehr. Also die 3070 bekommt ihr noch, die ist auch von der Rohperformance, von der Grafikkarte sehr gut, das System hat. Sag ich mal, was Preis-Leistung angeht, ist das okay. Also ist teuer,
Wenn das selber bauen würde zu normalen Preise, kommt ihr eigentlich besser hin. Ja, ihr könntet bessere Komponenten wählen, weil das Ding hat Probleme schon. Netzteil soll ein Knackpunkt sein. Das Ding ist sehr laut. Netzteil ist auch relativ günstig da eingebaut. Das Kühlsystem, wir können ja mal kurz, ich wollte jetzt gar nicht auf den Link eigentlich gehen, aber ich gehe jetzt mal doch mit euch rauf. So, 1699 aktuell. Hier seht ihr das mit dem Rabattcode. Der kostet 1599. Jetzt gucken wir mal, die haben auch bei notebooksbilliger.de sogar. Das ist jetzt kein Werbevideo oder so, falls sich jetzt hier jemand aufregt. Das ist wirklich nur meine Meinung und ich gebe hier keine Kaufempfehlung, sondern ich sage jetzt nur meine Meinung zu dem System. Und die ist jetzt, weiß Gott, nicht nur positiv. Also hier seht ihr mal die Seitenansicht, das ist, glaube ich, ganz interessant. Der Kühler, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein Top-Down-Kühler, das ist nicht mal verkehrt. Aber hier wäre ein Zugkühler von rechts nach links, also von vorne nach hinten intelligenter gewesen, ist dem Preis verschuldet. Da hat man den normalen Standardkühler wahrscheinlich gewählt. Das Board sieht auch sehr OEM-lastig aus, also speziell für dieses Ding konzipiert. Anschlüsse sehen ein bisschen spartanisch aus, überall aufs Board verteilt. Hier ist ein WLAN-Modul und Bluetooth-Modul. Ihr habt dann eine M.2 drinne, die ist auch, glaube ich, bestückt und ihr kriegt da 2x 3,5 Zoll Platten rein oder 2,5 Zoll, je nachdem, was ihr wollt. Netzteil hat kein Typenschild. Da werden sie auch variabel ein bisschen einbauen, dass das auf dem Markt gerade für die spannend ist. Und dann sieht die Grafikkarte ein bisschen, ja, wie soll man sagen, kastriert nicht, will ich nicht sagen, aber ein bisschen custom designt aus mit einem Case drumherum. Also nicht mit einem Case, sondern mit, aber doch ein Gehäuse anscheinend speziell auf das runtergebrochen hier. Weil eine 3070 in der Form, die haben sie auch ein bisschen verlängert. Die geht eigentlich nur bis hier, das PCB, das sieht man ja auch. Und das ist hier hinten sozusagen eine Verstärkung oder hier hat man noch ein bisschen mehr Kühlung reingebaut. Wahrscheinlich wird hier ein Kühler drunter sein und hier. Das ist also keine im ITX-Format so richtig. Aber sie nimmt den Raum gut ein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da unten noch einen Anschluss habt. Einen weiteren PCIe, also die hintere Blende würde es hergeben, dass hier noch was reingesteckt werden kann. Wenn er irgendwie liebäugelt mit Legato, Passroom-Karten von Streaming und so weiter, dann könnte er da sicherlich noch was reinbauen. Das System, wie gesagt, okay für den Preis. Alternative, um einfach euch auch mal noch eine Alternative auf dem Markt zu zeigen, die auch noch sofort stand heute. Wir haben jetzt den 28.02. Sonntag, sage ich mal, noch verfügbar ist. Das könnt ihr also noch, denke ich mal, bestellen. Kriegt das System auch schnell und könnte dann Cyberpunk und Konsorten zocken. Ja, Punkt 1. Punkt 2 nochmal, wir wollen es jetzt auch nicht zu lange werden lassen. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde hier rausgeballert. Aber wir wollten jetzt mal, oder ich wollte auch mal einen längeren Podcast hier machen, nicht nur 10 Minuten euch das Ohr abkauen. Wer Bock hat, kann ja, sag ich mal, beim Saubermachen oder auf dem Weg zu irgendwas, das sich einfach mal geben hier. Und wir haben hier noch, die ist auch schon durch diverse YouTuber durchgeflutscht, die Magnus One von Zotac. Da ist auch eine 3070 drin. Das wiederum ist ein Mini ITX Kompakt, sage ich mal, Gaming Rig, nett gemacht. Zotac hat immer so Tendenzen zu, sage ich mal, optimalen Kleinsystemen. Finde ich auch gut. Supporte ich und feiere ich auch sehr gerne. Das wiederum muss ich sagen, ist ein nettes System mit ganz guten Komponenten. Hatte ich auch schon mal da. Jetzt nicht die Version mit der 3070, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Grafikkarte, die haben ja auch eine eigene Zotac, eine kleine, die wird auch hier drinne stecken, dass die ganz gut ist. Alle Scalper werden sich jetzt natürlich hier draufstürzen und werden die rausbauen wollen und verkaufen. Wahrscheinlich für den gleichen Preis, was die Kiste kostet. Nämlich 1.500 € eigentlich knapp. Die kriegt ihr auch aktuell auch noch irgendwo. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen jetzt rumsuchen. Wie gesagt, ich will ja keine Werbung machen, aber die üblichen Verdächtigen hier sind sofort auf Lager noch welche. Das werdet ihr noch ein paar, denke ich mal, bekommen. Aber die steigen. Die Dinger werden demnächst für 2.000 € verkauft werden. Also 500 € mehr von der Seite her. Seid schnell und schlagt zu. Dual LAN ist nicht verkehrt. Ja, muss man auch immer sagen. Hat auch ein paar schöne USB-Steckplätze. WLAN ist on board. Könnt ihr die Antennen hier ranschrauben und dann habt ihr ein wunderbar kleines System. Gut, von der Laufruhe. Das Ding ist Mesh. Das heißt, es hat einen guten Luftstrom.
Aber ich sag mal so, unter Druck wird das System natürlich ein bisschen lauter. Wobei es aus meiner Sicht, ich habe es jetzt nicht getestet, kann ich jetzt aber auch nicht zu 100% versichern, ist sowieso nur immer hier meine Einschätzung, das kann ich mich auch mal mit täuschen, aber das Ding ist ruhiger als das von Acer, das System. Ja, und die Komponenten, würde ich mal fast sagen, sind höherwertig. Achtet nur darauf, das Ding ist ein Barebone, das heißt im Endeffekt, ihr braucht SO-DIMMs, die hat man auch nicht zu Hause rumzuliegen, das sind die kleinen Speicherkarten von Notebooks. Ihr braucht Festplatte, es ist keine Festplatte drin und ihr braucht ein Betriebssystem, ist auch nicht drin. Der CPU-Köhler ist inkludiert, das heißt CPU ist genau der gleiche wie bei dem anderen, wobei der andere war der F, das ist hier glaube ich der normale. Aber das könnt ihr nochmal selber vergleichen. Es gibt verschiedene Versionen, passt auf, dass ihr die richtige erwischt mit der 3070 Grafikkarte. Und dann habt ihr hier auch ein schönes System, womit man zumindest in dieses Jahr erstmal klarkommt im Bereich Full HD und abgeschwächtes 4K. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt. Wir sind jetzt bei einer 35 Minuten Lauflänge von dem Podcast hier. Wollte dennoch mal kurz das kommentieren, was so los ist. Und ja, wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht vergnatzen von den Preisen. Ich würde jetzt auch abraten, aktuell eine Grafikkarte zu kaufen. Der Markt wird sich beruhigen im Sommer. Ja, 100%. Wie weiter runter geht, wird man sehen. Also die Hersteller haben ja auch gelernt bei diesen turbulenten Zeiten und wissen jetzt, dass Leute bereit sind, noch mehr Geld auszugeben für ihr Hobby. Aber der Markt bereinigt sich auch, weil viele bleiben auf den Karten hängen, 100%, und kriegen die nicht für 2.500 verkauft oder für 3.000 €, weil ganz ehrlich, für 3.000 € kaufe ich mir keine Grafikkarte, die nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mal die Hälfte wert ist. Ja. Weil die Leistungssprünge werden jetzt massiv werden die nächsten Jahre. 8K wird sich durchdrücken durch den ganzen Markt. Also nicht nur, dass jetzt die ersten Fernseher mit 8K ja letztes Jahr rauskamen und zu günstigen Preisen. Die sind dies Jahr, werden die Vorjahresmodelle ja verscherbelt. Ihr kriegt ja aktuell einen 8K-Fernseher, 55 Zoll Samsung, 4.500 €. Ja. 60 Hz-Panel, okay, das ist jetzt nicht das Tollste, aber ist okay, sind 8K immerhin, das Ding könnte 8K und die 3090 schafft keine 8K. Also das kann mir auch keiner erzählen. Also nicht in ordentlichen Frames, das macht dann weniger Sinn. Also da bewegen wir uns eher einen Schritt zurück. Das Bild ist zwar super sauber, phänomenal sauber, aber ich sag mal so zum Zocken ungeeignet. Aber lasst euch nicht stressen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Surround Gaming out, wir hören uns, bis dann.